Hallo ihr Lieben, ich wurde jetzt oft angefragt, ob ich wieder einmal ein Schminktutorial mache. Und jetzt dachte ich euch, ich zeige euch mal meinen Alltagslook, den ich so meistens trage fürs Studium oder zum Shoppen. Also einfach die Augen betont, einen hellen Lippenstift und er ist wirklich einfach zum Nachschminken und er braucht sehr wenig Sachen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und viel Spaß beim Zusehen! Ich verwende von L'Oréal Paris das Color Lift Duo in der Farbe 308 Beige Lift. Das finde ich wirklich total toll und habe in letzter Zeit sehr oft benutzt. Da ist ein Beige mit goldenem Schimmer und ein Braun mit goldenem Schimmer. Und die zwei Farben sind wirklich toll und halten auch sehr lange und sind super zum Auftragen. Und im Augeninnenwinkel trage ich aber vorher noch aus dem Essence Pocket Beauty Set diesen Aprikotton auf. Und dazu verwende ich den Sigma SS275, das ist ein abgeschrägter Lidschattenpinsel. Ihr könnt aber jeden beliebigen Lidschattenpinsel verwenden. Eine Eyeshadow Base habe ich schon oben, nur dass ihr Bescheid wisst. Den trage ich hier so im Innenwinkel auf. So. Und dann verwende ich noch immer den SS275er. Und gehe in diesen Beige-Ton. Und trage den in der Mitte auf. Ihr seht wahrscheinlich fast gar nichts von der Farbe bei meiner Kamera. Und dann nehme ich den Evelyn Lidschattenpinsel, den schmalen, und gehe damit in dieses Braun. Und trage das im Außenwinkel auf. Ihr könnt ruhig ein bisschen darüber hinaus bis zur Lidfalte. Und dann blende ich einmal mit einem Blenderpinsel darüber und dazu verwende ich die SS224er Pinsel von Sigma. Und ich verblende das nach innen. Und jetzt trage ich in die Lidfalte auch noch etwas von dem Braun auf und dazu verwende ich die Bananenbabsi von Cosmetic Cosmo. Sie ist schon ziemlich dreckig, weil ich jetzt diesen Look so oft schon geschminkt habe, so als Alltagslook. Und das verleiht dem Auge einfach mehr Tiefe und mehr Wirkung. Dann blende ich auch nach innen noch einmal so drüber. Und gehe mit dem Blenderpinsel nochmal in dieses Beige und setze den Ton in die Lidfalte, ja, unter die Augenbraue als Highlight. Und dann gehe ich noch einmal in das Aprikot
Blende das noch einmal hier in den Augeninnenwinkel. Jetzt habt ihr ein sehr neutrales Augen-Make-up und als kleinen Hingucker setze ich noch einen Eyeliner-Strich mit meinen Helena Rubinstein Verlin Black Eyeliner. Eher einen dünnen oder ihr könnt natürlich auch einen dickeren ziehen mit einer kleinen Wing nach außen, wie ihr es am liebsten möchtet und für welchen Anlass. Also, ich ziehe eher einen dünnen. Und am schönsten finde ich, wenn der Eyeliner innen dünner ist und nach außen hin breiter wird. Und dann ziehe ich den Eyeliner noch ein wenig an den unteren Wimpernkranz, aber gerade nur so, dass ein V entsteht. So, dann nehme ich ein Wattestäbchen und bessere das so aus ein wenig. Es ist der Vorführeffekt. So. Und dann trage ich ein Bronzepuder auf die Wangen auf und kein Rouge. Das finde ich einfach für den Sommer hübscher und überhaupt zu dem braunen Augen-Make-up will ich jetzt nicht unbedingt ein rosa Rouge auftragen. Und da habe ich das Duo Yin Yang von She Style Zone. Das gibt es aber nur in Österreich und ich nehme die dunklere Farbe. Also ihr könnt irgendein schimmerndes Bronzepuder verwenden. Und ich mache den Fischmund. Ich trage das auf den Wangen und ein bisschen auf die Schläfen auf. So. Und dann mache ich meine Wimpern. Ich benutze eine Wimpernzange, das ist nur eine ganz günstige. Die von Elf muss ich erst testen. Aber jetzt, wo ich mir die neuen gekauft habe, möchte ich noch probieren und probieren. Und ich habe es noch nicht so heraus mit der Wimpernzange. Und dann dusche ich die Wimpern mit dem falschen Wimpern Volume Express Effekt Mascara von Maybelline Jade. Ich kann sagen, das ist eigentlich meine absolute Lieblingsmascara. Die finde ich wirklich toll. So, und natürlich auch unterhalb. Und dann noch einen schwarzen Kajal auf die Wasserlinie. Ich habe hier von Be Pretty einen Kajal. Den habe ich jetzt für mich wieder entdeckt und der ist wirklich super. Hält lange und lässt sich leicht auftragen. Aber ich glaube, der ist auch schon aus dem Sortiment. Ich weiß gar nicht, kann euch gar keinen Kajal empfehlen. Ich benutze zu selten einen. Aber hier für diesen Look finde ich es wunderschön. Das war es schon. Als Lippenstift könnt ihr ruhig zu ein wenig Farbe greifen. Zum Beispiel könnt ihr von MAC den Gaga hinauftun. Oder was wäre denn noch eine schöne Farbe? Der Gentle Nude von Catrice. Das ist auch so ein rosa Ton. Und das war's. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben. Tschüss.